AfD. Nach Ex-BAMF-Chef Weise war es gar nicht möglich, die von Ihnen 2015 ohne Not losgetretene Migrantenflut auf rechtsstaatliche Weise zu bewältigen, was Ihnen immer klar sein durfte. So waren die BAMF-Mitarbeiter durch eine Politik unerfüllbarer Vorgaben zur Mitwirkung am Rechtsbruch genötigt, degradiert zu Marionetten einer Durchwinkelkultur, die im Kanzleramt ihren Ausgang nahm. Der Verzicht auf Kontrolle einer Millionenflut von Illegalen hat Deutschland schwersten Schaden zugefügt. Künftig hunderte Milliarden Kosten, Asyl- und Sozialbetrug, Import von Islamisten und Gefährdern, unendliches menschliches Leid durch Vergewaltiger und Mörder, Messerstecher und Terroristen. All das haben Sie zu verantworten. Ein schrecklicher Preis für Ihr freundliches Gesicht. Warum haben Sie nicht rechtzeitig umgesteuert? Wann ziehen Sie endlich auch persönlich die Konsequenz aus dem fortgesetzten Bruch Ihres Amtseids und stellen sich Ihrer Verantwortung? Wann treten Sie zurück? Wir hatten im Jahr 2015, das deutete sich schon 2014 an, eine außergewöhnliche humanitäre Situation, in der Deutschland verantwortlich gehandelt hat und im Übrigen durch den Europäischen Gerichtshof mit seinem Urteil vom Juli 2017 auch bestätigt, rechtmäßigen Handeln. Die politischen Grundentscheidungen waren richtig, und trotzdem haben wir inzwischen eine Vielzahl von Maßnahmen durchgeführt, die deutlich macht, dass es sich um eine Ausnahmesituation gehandelt hat. Ich habe hierzu ausführlich in meiner Regierungserklärung zu Beginn der Legislaturperiode Stellung genommen und sehr deutlich gemacht, dass wir seitdem vieles verändert haben und auch weiter verändern werden. Ich möchte den BAMF-Mitarbeitern in ihrer großen Mehrheit danken für ihre Arbeit, denn sie haben in einer außergewöhnlich schwierigen Situation in einer Behörde gearbeitet, die gewachsen ist, angewachsen ist von etwa 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Zahl der höchsten von über 9.000 Mitarbeitern. Das war eine große Leistung. Gerade auch Herr Weise hat hier Ordnung und Steuerung hereingebracht mit seinem Wissen über die Aufstellung der Bundesagentur für Arbeit. Und deshalb müssen wir weiterarbeiten. Aber in der humanitären Ausnahmesituation hat sich Deutschland sehr verantwortlich verhalten, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Kirsten Lühmann, SPD-Fraktion. Frau Bundeskanzlerin, in den letzten Jahren haben viele Menschen in unserem Land moderne Dieselfahrzeuge gekauft, weil die Industrie, auch die Politik ihnen gesagt hat, die entsprechen europäischen Umweltnormen. Jetzt haben diese Menschen Sorgen, was den Wiederverkaufswert angeht und ob sie mit diesen Fahrzeugen überall hin können. Der Verkehrsminister Scheuer hat gesagt, er rechnet damit, dass in 10 Städten Einfahrtverbote kommen oder Durchfahrtverbote. Sie selber haben sich kritisch zu Fahrverboten geäußert. Der Regierungssprecher Seibert hat angekündigt, dass es zeitnah eine abgestimmte Meinung der Regierung geben wird. In diesem Zusammenhang frage ich Sie, werden Sie den Vorstoß der Umweltminister Svenja Schulze unterstützen, dass es möglicherweise zeitlich gestaffelt Hardware-Umrüstungen für Euro-Diesel-Fahrzeuge Euro 5, Euro 6 geben wird auf Kosten der Wirtschaft? Ich sehe noch Gesprächsbedarf innerhalb der Bundesregierung bezüglich des Umgangs mit Hardware-Nachrüstungen. Es muss geguckt werden, in welchen zeitlichen Abständen das möglich ist. Es nützt uns ja nichts, wenn wir in ein paar Jahren eine kleine Zahl von Umrüstungen haben. Es muss geschaut werden, ob die Investitionen in die Zukunft möglich sind, denn da müssen wir vor allen Dingen bei der Mobilität hin. Und es dürfen Menschen, sollen Menschen möglichst wenig betroffen sein von dem, was sie selber nicht verschuldet haben. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich bin jetzt schon mal froh, dass wir von einer quasi flächendeckenden Diskussion gekommen sind zu einer Diskussion, wo wir über ausgewählte Städte sprechen. Die Bundesregierung hat hier eine Vielzahl von Maßnahmen. Und es geht hier auch nicht um flächendeckende Fahrverbote in diesen Städten, sondern, wie man am Beispiel Hamburg sieht, um punktuelle. Und wir werden alles tun, um gemeinsam mit diesen Städten zu versuchen, diese Fahrbeschränkungen so klein wie möglich zu halten. Danke sehr. Die nächste Frage stellt der Kollege Christian Lindner, FDP. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, ich beziehe mich auf den europapolitischen Tagesordnungspunkt Ihrer Kabinettssitzung. Sie haben eine Antwort auf den französischen Präsidenten gegeben, nicht hier im Deutschen Bundestag, aber immerhin hinter der Bezahlschranke einer Sonntagszeitung. Sie haben viel Zustimmenswertes gesagt, etwa über Zusammenarbeit in der Asylpolitik. Und sicherlich gäbe es auch noch weitere Bereiche, wo es europäischen Mehrwert gäbe.
Sie haben den Vorschlag eines Europäischen Währungsfonds unterbreitet, der nicht nur mit objektiver Kompetenz die Regeln überwacht, sondern der zukünftig auch Kredite ausgeben soll, kurzlaufende Kredite. Das ist beachtenswert, insbesondere vor dem Hintergrund der innenpolitischen Situation in Italien. Man kann den Eindruck gewinnen, hier wird ein Dispo-Kredit in der Eurozone eingerichtet. Meine Frage ist, in welcher Weise hat Ihre Position in der Kabinettssitzung eine Rolle gespielt? Insbesondere in welcher Weise wurde die doch sichtbare Verwässerung des Stabilitätskurses unseres Landes diskutiert? Ich sehe in dem, Herr Kollege Lindner, in dem, was ich vorgeschlagen habe, keine Verwässerung in der Kultur dessen, was wir immer gesagt haben, dass es eine Konditionalität gibt und dafür auch Hilfen geben kann. So sind die langjährigen Laufzeiten der Länder zu verstehen und der Kredite für die Länder zu verstehen, die Hilfe benötigt haben, insbesondere in der Eurokrise. Und ich habe mich von dem Chef des Europäischen Stabilitätsmechanismus, Herrn Regling, immerhin einer, der auch an der Erarbeitung aller Euro-Grundlagen mitgewirkt hat, doch überzeugen lassen, dass es auch kurzfristige Herausforderungen geben kann, zum Beispiel Irland im Blick auf den Austritt Großbritanniens. Und auch das muss mit Konditionalität verbunden sein. Und deshalb sehe ich hier überhaupt keine Veränderung unserer Position. Ich glaube, dass es richtig ist, ein Stück Unabhängigkeit vom Internationalen Währungsfonds zu zeigen. Wir wollen eine starke Europäische Union, eine starke Währungsunion sein. Aber dazu gehört dann natürlich auch Überwachung, Prävention. Und dazu gehören in bestimmten Situationen konditionierte Möglichkeiten, auch einander zu helfen, mit Rückzahlung des gesamten Geldes in einer kurzen Zeit, was ja nun sehr viel überschaubarer ist, als wenn ich 30-jährige Kredite ausgebe. Danke sehr. Jetzt hat die nächste Frage die Kollegin Andrea Lindholz, CDU-CSU. Frau Bundeskanzlerin, mich würde interessieren, ob die Situation in Afghanistan und auch Abschiebungen nach Afghanistan im Kabinett eine Rolle gespielt haben und dort auch angesprochen wurden. Ja, Frau Kollegin, das hat eine Rolle gespielt, weil jetzt ja das Außenministerium oder das Auswärtige Amt besser gesagt den neuen Lagebericht für Afghanistan vorgelegt hat. Ich glaube, er liegt Ihnen auch schon vor. Wir hatten ja diesen Bericht sozusagen neu erstellt und es hat sich gezeigt, dass dieser Bericht im Grunde qualitativ ein ähnliches Bild zeigt wie der Bericht, den wir vorher hatten. Und auf dieser Grundlage und angesichts der Tatsache, dass die deutsche Botschaft nach dem schweren Anschlag auch wieder besser arbeitsfähig ist, haben wir gesagt, dass die Beschränkungen, die wir auf die Rückführung für Afghanistan ausgesetzt hatten, dass die nicht mehr gelten müssen. Das heißt, der Bundesinnenminister wird den Ländern dies auch mitteilen und die Länder werden dann auf dieser Basis des neuen Berichtes auch ihre Entscheidungen über Rückführung nach Afghanistan treffen. Aus unserer Sicht sind die Einschränkungen entfallen. Die nächste Frage stellt die Kollegin Karin Ley, Fraktion Die Linke. Frau Bundeskanzlerin, während Ihrer Amtszeit sind die Mieten so stark explodiert wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Viele Menschen finden keine Wohnungen mehr, werden verdrängt. Unsere Städte sind zu einem Eldorado für internationale Finanzspekulation verkommen. Und da frage nicht nur ich mich, wann wollen Sie diesen Mietenwahnsinn endlich stoppen? Wann sind Sie endlich bereit, dagegen etwas zu tun? Sie haben in der letzten Legislaturperiode ein Gesetz beschlossen, was nicht funktioniert hat. Sind Sie bereit, es jetzt im Sinne von Frau Barley nachzubessern oder im Sinne von Jan-Marco Lucak aus Ihrer Fraktion zu sagen, wir fassen das nicht an, wir wollen nicht nachbessern? Und mich würde auch interessieren, wann Sie endlich bereit sind, diese skandalöse Privatisierungspraxis der bundeseigenen Immobilienanstalt BIMA zu stoppen, die ja in den letzten 4 Jahren 36 Wohnungen und Grundstücke privatisiert hat an die Höchstbietenden. Wann sind Sie bereit, diese Spekulation mit Wohnungen und mit Grundstücken in Ihrer Bundesbehörde endlich zu unterbinden? Das Thema Wohnungen ist mit Recht ein Schwerpunkt unserer Arbeit in der Koalition und auch in der Koalitionsvereinbarung. Wir wollen 1,5 Millionen neue Wohnungen, und zwar Wohnungen mit bezahlbaren Mieten, errichten und bauen, dazu die entsprechenden Rahmenbedingungen treffen. Wir wollen auch die Mieter besser schützen, indem sie mehr Auskunft bekommen. Und die Grundlage für alle Arbeiten ist der Koalitionsvertrag. Das gilt für die von Ihnen angesprochene Ministerin genauso wie für Herrn Lustschak. Da gibt es auch gar keinen Gesprächsbedarf bei uns. Jetzt geht es darum, sowohl die Maßnahmen für den sozialen Wohnungsbau als auch die Maßnahmen für
den freien Wohnungsbau durch gerade auch das beschlossene Paket der Fraktionsvorstände oder der geschäftsführenden Fraktionsvorstände bei der Klausurtagung schnell umzusetzen. Dazu laufen die Gespräche. Wir brauchen mehr Bauland, da kann auch die BIMA mithelfen, aber wir brauchen eben auch schnellere Verfahren und wir brauchen bessere Auskunftsrechte für die Mieterinnen und Mieter. An allen Stellen werden wir arbeiten und unseren Beitrag leisten. 1,5 Millionen Wohnungen in einer Legislaturperiode ist ein ehrgeiziges Ziel, aber wir werden alles tun, das zu erreichen. Die nächste Frage hat die Kollegin Katrin Göring-Eckardt, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Meine Frage bezieht sich auf die Situation im Bundesamt für Migration und Flucht. Und ich gehe davon aus, dass die Öffentlichkeit sich dafür interessiert, wie die Geschichte der Qualitätssicherung im Bundesamt stattgefunden hat. Deswegen möchte ich Sie fragen, am 18. Juni 2005 hat eine Ministerpräsidentenkonferenz stattgefunden, an der auch Herr Seehofer damals als Ministerpräsident Bayerns teilgenommen hat. Der heutige Innenminister in der Vorbereitung dazu hat am 11.06. ein Vortreffen stattgefunden, an dem auch Andrea Nahles teilgenommen hat, vermutlich in ihrer Funktion als Arbeitsministerin. Dort ging es unter anderem darum, wie man eigentlich mit der erheblich steigenden Zahl von vermutlich positiven und negativen Entscheidungen des BAMF umgehen wolle und auch einer wachsenden Zahl von Klagen. Das wurde mit den Ministerpräsidenten besprochen. Damals ging es um 2000 Neueinstellungen. Ich möchte Sie gern fragen, inwieweit haben Sie damals darüber geredet, wie die Rechtssicherheit hergestellt werden kann? Inwieweit haben Sie damals darüber geredet, wie die Qualität sichergestellt werden kann? Und wie beurteilen Sie das in Bezug auf den Brief des Gesamtpersonalrates, der in diesen Tagen bekannt geworden ist? Also wir haben seit 2014, aber dann insgesamt insbesondere seit 2015 ja gesehen, dass eine qualitativ neue Anforderung an das Bundesamt für Migration gestellt wurde. Deshalb ist Herr Weise dort auch 2015 im September eingestellt worden, hat mit seinem Erfahrungsschatz die Arbeiten übernommen. Dann gab es eine Vielzahl von Ministerpräsidentenkonferenzen, Berichten im Kabinett, Berichten in den Ausschüssen über die kontinuierliche Verbesserung der Arbeit, Personalaufwuchs, wie ich schon gesagt habe, immer mit der Maßgabe natürlich auch Qualitätssicherung zu betreiben. Auch das war damals sehr verbesserungswürdig und ist auch verbessert worden. Und deshalb kann ich hier nicht einen Punkt herausgreifen, sondern man muss sehen, der Weg von 2015 bis heute, die Aufklärung über das, was in Bremen passiert ist, wovon wir alle erst kürzlich erfahren haben, ist eine Sache. Die Frage, wie muss das BAMF insgesamt auch noch besser arbeiten, eine andere. Deshalb die Ankerzentren, wo wir die Arbeiten auch besser zusammenfassen wollen. Aber es ist ein kontinuierlicher Prozess gewesen und ich möchte mir gar nicht ausmachen,